German Wunderkind. Mit 17 Jahren wurde der Thüringer Ken Roxen 2011 Motocross-Weltmeister. Jetzt lebt er in den USA und wird bei Hallenveranstaltungen vor bis zu 70.000 Zuschauern auftreten. Seine Eltern hat er mitgenommen und in seiner Einmannshow angestellt. Ich bin Ken Roxen, bin 17 Jahre alt. Der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Jetzt bin ich gerade in Amerika und versuche hier alles zu erobern. Ken Roxen Wunderkind. Von Thüringen nach Kalifornien. Ein 17-Jähriger macht den großen Sprung im Motocross. In Europa hat er alles Große gewonnen. In den USA geht's jetzt ums große Geld verdienen. Murrieta in Kalifornien. Nicht am Meer, aber am Pool. Seit wenigen Wochen lebt Ken Roxen hier in einem Apartmentkomplex nahe der Trainingsstrecke. Oh, Halle. Seine Eltern sind seine Angestellten. Seine Mutter ist seine Managerin. Sein Vater sein Trainer. Sie arbeiten eigentlich quasi für mich, betreuen mich. E-Mail-Zeugs und so weiter. Also kann man eigentlich sagen, dass sie für mich arbeiten, ja. Hat sich dann so ergeben, dass Kenny halt das Geld verdient, in Anführungsstrichen. Und wir, also er uns dann dafür bezahlt. Das ist zwar ein bisschen kurios, aber es ist so. Der kleine Ken im Alter von 10. Sein Vater fuhr früher selbst und fördert Ken, der mit 10 Jahren schon schneller ist als alle 15-Jährigen. Wenn man jetzt ruhige Minuten hat, dann sagt man schon, dass es Wahnsinn, weil Ken eben schon so früh dran ist. Die meisten sind 14, 15, haben körperlich doch ein anderes Potenzial vom Körper her. Traktion und alles so, das sind die Sachen. Und eigentlich vom menschlichen her geht das gar nicht, was er bringt. Jahrhunderttalente wird er von Anfang an genannt. Als 11-Jähriger macht er bereits Sprünge über 30 Meter. Sichere Landung, kaum Probleme. Die anderen Schwellen machen mir noch ein bisschen zu schaffen, aber das geht schon. In Thüringen gehört seinem Vater eine eigene Strecke, auf der Ken seinen eigenen Stil entwickelt. Er wird jüngster Juniorenweltmeister. Gibt mit 11 bereits Autogramme. Und Zuschauer wollen ihn unbedingt mal berühren. Einen Fünftklässler. Also solange wie Ken die Schule so gut meistert, wie das dieses Jahr war, können wir stolz sein. Ken ist tatsächlich eher selten in der Schule. Für seinen Sport muss er mit den Eltern viel reisen, durch Deutschland und Europa. Während der Vater sich ums Motorrad kümmert, kümmert sich Ken auf Reisen im Wohnmobil um seine Hausaufgaben. Den Hauptschulabschluss macht er. Notenschnitt 2,1. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass mein Zeugnis so gut wird, dass wegen dem ganzen Sport und so, aber habe ich mich wahrscheinlich verschätzt und es ist jetzt gut gelaufen. Mit 15 fährt er die Weltmeisterschaft der Männer mit. In der Klasse bis 250 Kubik. Ken gewinnt sein erstes WM-Rennen. Wird nun Profi und zum Chef seiner Eltern. Die Eltern sind geschieden, arbeiten von nun an aber gemeinsam für ihren Sohn. Das Kind muss die Familie also ernähren. Müssen tue ich gar nichts. Und das ist ja das, was ich will. Und das macht Spaß. Und ja. Gefördert von einem Werksteam, einem österreichischen Motorradhersteller. Seine Spezialität ist das Scrubbing, bei dem die Maschine flach in der Luft liegt, um so früher landen und Tempo aufnehmen zu können. Von Sieg zu Sieg. Vor ein paar Monaten bricht er endgültig alle Rekorde. Ken Roxen ist 17 und wird jüngster Weltmeister der Geschichte. Ein früh vollendeter.
Im Motocross, im Freien, alles erreicht. Bleibt nur der Wechsel. In die Arena. In die USA. Hier, wo Motocross Supercross heißt, in Stadien stattfindet, 60, 70.000 Zuschauer. Keine Randsportart, sondern große Show. Fahrer, 15 Runden, 15 Minuten dauert ein Rennen. Die Topstars verdienen im Jahr bis zu 10 Millionen Dollar. Zur neuen Attraktion soll nun ein Deutscher werden. I'm standing here with Ken Roczen, Supercross rookie. He's one of Ken my favorites. Roczen. And he showed up bereits voll akklimatisiert. Really about that. Did you have fun? Oh yeah, it was awesome, definitely. I mean, it's always good to go out, you know, and see something different. Ja, man muss, also ich sag mal, es ist, immer nur Erster zu sein und dann kann man, ich sage Entschuldigung für die Ausdrucksweise, auch das größte Arschloch der Welt sein und dann wird das nichts. Man muss Publikumsliebling sein, man muss immer nett sein und mir macht es natürlich auch Spaß. Es ist ein Showbusiness. Und Ken Roczen weiß sich zu verkaufen. Er hat einige Sponsoren und Werbepartner. Wie viel er verdient, will er nicht verraten. Genug jedenfalls. Er wird seiner Familie bald ein Haus kaufen. Seine Freundin lebt in Thüringen, er in Kalifornien. Diesen Mini-Truck hat er sich kürzlich geleistet. Mit 17 darf er in den USA ja problemlos selber fahren. Er besucht die Geschäftsstelle seines Werkteams, unweit seines Apartments. What up, guy? Sein Team preist ihn an als den German Wonderboy. Doch was sind eigentlich seine Schwächen? Schwächen, eigentlich, ich muss was sagen, keine. Also, ich bin eigentlich überall gut drauf und ich denke da eigentlich auch gar nicht drüber nach, was die Schwächen sind. Und wenn man halt merkt, da fehlt es ein bisschen, versucht man natürlich, das zu verbessern. Fehler werden auch schnell bestraft. Supercross ist eng, ist gefährlich. Ständig Stürze. Knochenbrüche inklusive. Ken Roczen hat sich zuletzt den Arm gebrochen. Das ist so ein kleiner, bitterer Beigeschmack, weil gefährlich ist es schon. Und als Mutter schlägt da schon das Mutterherz, aber es ist so, wie es ist und es ist hervorragend. Wegen des Armbruchs ist Roczen erst seit kurzem wieder im Training. Im Februar startet seine erste Saison in den USA. Ich bin jetzt 17, bin jetzt hier angekommen. Ich habe ja noch einige Jahre vor mir, noch mindestens 10 Jahre. Nach der Zeit, wenn alles gut geht, denke ich mal, hat man alles erlebt, man hatte seinen Spaß gehabt. Und man muss natürlich sehen, wie es bis dahin wird. Aber ich denke mal, mit 27 ist das dann ein gutes Alter, dann aufzuhören. Aufhören mit 27. Bis dahin hat das mit richtigem Leben nichts zu tun. Ken Roczen ist eben ein Wunderkind im Wunderland.